Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu diesem wunderbaren Webinar mit dem wunderbaren Dr. Wolf-Dieter Stoll. Hallo. Hallo, danke. Schön, dass Sie hier sind. Das ist, glaube ich, Ihr erstes Webinar, ist das richtig? Ja, ich habe das Wort gar nicht gekannt vorher. Schön. Also ich bin gespannt. Wir haben 1,5 Stunden Zeit und widmen uns wunderbaren Themen, werden uns so ein bisschen orientieren an Ihrem neuesten wunderbaren Buch. Das da heißt Die alte Göttin und ihre Pflanzen, wie wir durch Märchen zu unserer Urspiritualität finden. Es geht also um die alte Göttin, es geht natürlich um Pflanzen. Sie sind eine der Pflanzenexperten Europas, würde ich schon fast sagen. Sie sind Ethnobotaniker, Kulturanthropologe, haben wunderbare Bücher geschrieben, halten großartige Vorträge, wie wir gleich in Kürze auch erleben werden. Es geht also um Pflanzen und es geht natürlich um Märchen und es geht um unsere Urspiritualität. Mhm. Und bevor wir gleich loslegen, herzliches Willkommen nochmal an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie können jederzeit Fragen stellen. Unter dem Video finden Sie so ein kleines Feld. Da können Sie, wenn Sie wollen, Ihren Namen eintragen, können den Namen aber auch weglassen. Sie dürfen auch anonym Fragen stellen und darunter einfach eine Frage reinklicken. Und unsere lieben Kollegen kümmern sich dran. Ich bekomme die Fragen hier gereicht und wäre schön, wenn die Fragen so ein bisschen zu unseren Themen passen. Wir haben im Vorfeld schon sehr viele Fragen bekommen. Wir haben viele 1000 Anmeldungen. Also es wird eine richtig große Veranstaltung mit einem großen Publikum, fast so wie im Fernsehen. Und ja, jetzt mal zum Thema, vielleicht mal zu den Märchen und so eine ganz persönliche Frage vorneweg. Wie ist denn Ihr Bezug zu Märchen? Wurden Ihnen als Kind schon Märchen vorgelesen? Ja, und Kinder brauchen Märchen. Das ist so wie eine Nahrung für ihre Seele. Denn Märchen sind wie die Landkarte für die Welt der Seele. Schön. Mhm. Und ja, ich habe mich immer interessiert für Märchen. Das Wort Märchen kommt von Meer. Also das heißt, es ist eine kleine Meer. Und Meer ist nicht etwas, was nicht wahr ist, sondern heißt eine Botschaft aus nicht alltäglichen Welten, also aus der geistigen Welt. Deswegen konnte Martin Luther zum Beispiel sein Weihnachtslied schreiben, vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Meer. Und er hat gar nicht gemeint, dass das so ein Lügenmärchen ist, sondern das ist die Essenz der Spiritualität. Ja? Und in dem Sinne, so sehe ich die Märchen. Das Schöne bei Märchen ist ja auch, dass sie so vielschichtig sind. Es sind Geschichten, die einfach das Kinderherz berühren, aber es sind eben auch ganz tiefe Wahrheiten darin. Und die gilt es wahrscheinlich immer wieder auch wieder neu zu entdecken, oder? Also es ist, ich denke nicht, dass sie nur für Kinder sind. Also sie sind das auch denkt für man heute oft, ja. Man hat das den Kindern zugeschoben, wie so sehr viel Altes. Also die Hüpfspiele der Mädchen, die waren eigentlich Kulttänze in früheren Zeiten. Und die, ja, so was die Buben machen, so mit Pfeil und Bogen und Indianer spielen, ist eigentlich so eine Art Nacherleben von ganz alten kulturellen Mustern. Ja, das ist so wie wir auch biologisch sämtliche Stadien der Evolution embryonal weiterleben, so leben wir auch unsere Kultur nach. Und die Märchen gehören halt dazu. Ja. Ja. Also wir können durch Märchen viel lernen und das andere Wort war noch Urspiritualität. Wie können Märchen uns mit unserer Urspiritualität verbinden? Was ist überhaupt eine Urspiritualität? Ja, früher waren die Menschen ja mit der Natur viel verbundener. Und es war nicht ein Glaube, sondern es war das Erleben, dass die Welt nicht nur materiell ist, sondern dass sie auch beseelt ist und dass es Geistwesen in der Natur gibt, dass sie durchgeistet ist. Und dafür waren die Menschen einst offen. Aber heutzutage ist es so, da läuft so viel an Krach und Technologie, dass wir das gar nicht mehr spüren. Wir haben eine ganz andere Art und Weise, in der Welt zu sein. Wir sind wie gepanzert in einer Welt. Ich kenne das von den Indianern zum Beispiel. Da geht man durch den Wald und sie sitzen da, sie sind ganz bewusst, sie denken gar auch gar nicht, sie nehmen auf, sie nehmen wahr und ihre Seele geht sehr weit hinaus
in die Natur und nimmt nicht nur das Materielle wahr, so wie ein Wissenschaftler objektiv, sondern sie verschmelzen dann mit den Pflanzen oder auch mit den Tieren, die dann neugierig sind und kommen. Und so lernen sie. Also, und das haben wir in der heutigen Zeit kaum. Wir können es uns ja gar nicht leisten. Wenn man in diesem Bewusstsein Autobahn fährt und denkt, oh, was für tolle Blumen sind das da? Oder oh, was für ein Vogel ist das? Da ist es lebensgefährlich. Mhm. Ja? Aber trotzdem würde uns es sicher helfen und ist wahrscheinlich sogar sehr, sehr wichtig, dass wir wieder ein bisschen mehr in diese Urspiritualität kommen und uns wieder mehr mit der Natur verbinden. Ja, deswegen ist für mich die Idee von Zen sehr wichtig, dass man in einer so schnell bewegenden, mechanisierten Welt, dass man dann wie in einem Zen-Moment plötzlich in diese meditative Phase kommen kann. Man hält an und man sieht eine Blume, nimmt es auf und dann ist man wieder in dieser jetzigen Phase der Welt drin. Das kann jeder Mensch im Grunde. Das kann jeder Mensch und das sollte jeder Mensch tun, denn das ist gut für die geistige Gesundheit. Schön. Vielleicht ein weiteres Thema, bevor wir allmählich in die Fragen übergehen, von denen es, wie gesagt, viele gibt. Die große Göttin, ein weiteres wichtiges Thema. Sie haben da ein bisschen geschrieben, dass es auch oft missverstanden wurde, dass oft gesagt wird, früher herrschte überall die Göttin und war viel wichtiger als der Gott. Auf der anderen Seite ist heute tatsächlich der männliche Gott viel zu mächtig in vielen Religionen, das ist schon mal klar. Wie sehen Sie diese Entwicklung, die weibliche Göttin, die große Göttin? Wie kann man die verstehen und wie haben die Völker damals es verstanden? Also ich kenne das eben aus der Völkerkunde und Ethnologie. Da ist die Welt immer polar, das ist nicht so monolithisch. Und da ist Tag und Nacht oder es ist Winter und Sommer und es ist männlich und weiblich. Und die Göttin ist die mächtige, wunderbare Göttin, aber sie hat auch immer einen Gefährten. Und erst im Laufe der Entwicklung, da hat sich das so rausgestellt, ein männlicher Monotheismus. Und dann als Gegenreaktion im 19. Jahrhundert mit dem gelehrten Bachofen zum Beispiel, da hat man dann als Gegenposition die große Göttin und die Urmatriarchin. Aber das sind eher ideologische Konstrukte. Und es ist nicht so, wie man das bei den meisten Völkern erlebt. Ja. Also ausgehend auch natürlich von der Unterdrückung der Frauen, auch der Wunsch, sozusagen das Weibliche wieder mehr in den Vordergrund zu holen. Aber es wurde vielleicht ein bisschen zu überdeutet, oder? Traditionell wurden die Frauen ja nicht ausgebeutet. Es war immer eine Partnerschaft. Mhm. Es ist so, dass ganz traditionell bei den Jägern und Sammlern Hauptmoment des Sammelns war immer die Frauenarbeit. Und wenn man das statistisch haben will, das waren 80% der Nahrung, waren eben gesammelte Sachen. Und da sind die Frauengruppen, auch wenn die Frau war schwanger oder sie war alt und brüchig und die Kinder konnten mitkommen. Und die Alten wussten, wo da diese Pflanze zu der Jahreszeit ist. Und die hatten ja ein wunderbares Naturwissen, die wussten diese Sachen. Und die Männer haben bei den, das sind ethnologische Fakten, die haben bei diesen Sammeln ja eigentlich kaum mitgemacht. Und die sind dann eher jagen gegangen oder zum Teil, wie in Südamerika, sind sie auch in die geistigen Dimensionen gegangen, mit oder ohne psychedelische Pflanzen. Aber es war immer eine Balance und das war auch so, wie ich das kenne. Ich habe ein Jahr Feldforschung im Emmental gemacht und wollte so die traditionell europäische Bauernkultur, wie sie mehr oder weniger seit den keltischen Zeiten existiert, wollte ich studieren. Gab es keinen Traktor, die Kühe hatten Namen, wurden von Hand gemolken. Natürlich war der Stier auch da, gehörte dazu. Und es gab Hühner und so weiter. Und also da, richtig wie vor Jahrhunderten. Wie wurde vor das Jahrhunderten. Gelebt, ja. Und da war eine sehr vernünftige Arbeitsteilung. Also so die Ackerarbeiten haben die Männer gemacht. Die Frauen haben, was sehr wichtig war, den Garten gemacht. Sie waren zuständig für das Heilen von Mensch und Tier. Und haben die Hühner gemacht, Mehl gemahlen und waren voll eingespannt. Das würde nicht funktionieren, wenn nicht beide gleichmäßig ziehen würden.
Und diese Problematik, die wir heute haben mit den Geschlechtern, das kam ja mit der industriellen Revolution, wo dann immer mehr die Arbeit, die sinnvolle Arbeit in die Hände der Männer geriet und die Frauen, die waren dann reduziert und sie wurden dann, sie waren nicht mehr die Hausherrinnen in dem Sinn von einem großen Hof, sondern sie fingen an, unglücklich zu sein. Man sprach in den Suburbs in Amerika von grünen Witwen und so weiter. Das ist ein neuzeitliches Phänomen, diese Art von Geschlechterkrieg. Mhm. Eigentlich sollten es ist ja veranlagt, dass die Geschlechter miteinander harmonieren, dass in Liebe die Kinder geboren werden, die nächste Generation, die Mädchen und die Jungen. Gell? Klar, und die männliche und weibliche Qualität durchaus auch anzuerkennen, wie unterschiedlich die sind, sich zu ergänzen, wird ja auch ein bisschen anders gesehen in der heutigen Gesellschaft. Ja, also ein Leben mit und in der Natur zeichnet sich auch dadurch aus, dass man sich nach der Natur richtet. Und da haben Sie auch in dem Buch sehr schön über diesen alten Jahreskreis gesprochen. Also eigentlich ein Kalender, der sich nach der Natur, nach den Zyklen richtet. Ja. Wie kann man das verstehen? Also die Menschen, die leben ja immer in ihren traditionellen Kulturen eingebunden in der Natur, in den Jahreszeiten. Und sie ernähren sich von was lokal wächst und sie holen ihre Heilpflanzen lokal, gell? Und es gab kein Kardinalsgremium oder so, die einen fixen Kalender machten, sondern man schaute hinaus und ja, wenn das Schaboxkraut kam, da war ein sicheres Zeichen, jetzt kommt der Frühling. Oder wenn der Huflattich mit seinen kleinen sonnigen Blüten erschien, dann wusste man. Und das war ein ganz fein gestimmter Kalender, denn jede Pflanze im Frühling, die folgt einander und zuerst sind dann die Wiesen werden langsam grün und dann werden sie ja gelb vom das Schaboxkraut fängt an zu blühen, dann werden sie und dann kommt Löwenzahn und so weiter und dann ja, auf einmal wird es weiß, weil der Wiesenkerbel blüht und der Löwenzahn wird zur Pusteblume und das war der Kalender und der Kalender war anders unten im Tal als wie oben auf dem Berg und So kann man das empfinden, so empfinde ich das auch eigentlich. Dann kommt die Zeit, wo die Erdbeeren reif werden und nach der Erdbeerzeit geht es über in die Himbeerzeit. Und wenn die Himbeerzeit vorbei ist, geht es in die Schwarzfruchtzeit, das ist die Brombeere und die Holunderbeere. Und dann kommen die Äpfel und so weiter. Und das ist der natürliche Kalender. Und das ist so, wie die Natur wirklich ist. Und was wir haben, ist heutzutage ein ganz aufoktroyierter, starrer Kalender. Und das ist wie Sommerzeit und Winterzeit. Also so ein Blödsinn. Ich bin gestern um 4 Uhr aufgestanden, weil wir wollten da räuchern bei diesem Treffen. Und ich dachte, um 4 Uhr kommt ja niemand. Wir wollten uns um 6 Uhr treffen, weil ich den Wecker nicht umgestellt hatte. Der Weltkongress der Naturmedizin, so heißt es, glaube ich. Ja, ja. Und ja, ich habe schon gehört, waren viele, viele tausende Menschen. Man hat gar nicht damit gerechnet. Mitten in München, mitten in der Uni, Schamanen und altes Wissen wurde vermittelt. Das zeigt, dass so viele Menschen sich für dieses Wissen interessieren. Ja, Sie waren da auch dabei. Ja, jetzt schauen wir mal uns die Fragen an. Da gibt es ja ganz viele Fragen. Wir können ja tatsächlich mit dem Kalender mal beginnen. Und meine Damen und Herren, haben Sie Mut, wenn Ihnen was auf dem Herzen brennt, fragen Sie zu Märchen, fragen Sie zu einer Pflanze, vielleicht auch eine dieser Pflanzen, die wir gerade erwähnt haben, oder auch anderen Pflanzen, zum Jahreskreis. Wir sind offen für alles und freuen uns. Sie können also teilnehmen. Das ist das Tolle bei so einer Live-Sendung. Jetzt schauen wir mal. Ja, das ist doch eine aktuelle Frage. Die Tage vom 9. bis zum 11. November sollen eine besondere Bedeutung haben. Hier steht Abstieg zu den Müttern. Wissen Sie dann näher? Nein, nicht November. Also das ist ja im November. Steht hier. Aber? Nee. Ja, also es ist so, dass die Sonne, die wird immer schwächer. Ja. Also die Naturvölker, die hatten ja nicht
den Begriff, dass die Sonne ein nukleares Fusionskraftwerk im All ist, das pro Sekunde die Energie von 90 Millionen Wasserstoffbomben ausstrahlt und dass wir da herumkreisen, sondern für die eingeborenen Völker, da war die Erde unten, der Himmel unten und die Sonne und die Planeten, die Wandelsterne waren wie Götter, die da vorbeigingen. Und im Herbst ist es ja so, die Sonne wird schwächer, die Tage werden kürzer, es wird dunkel. Und die Pflanzen, die mit der Sonne verbunden sind, man kann die Pflanze nicht denken als Individuum, sondern es ist mit der Sonne, mit jedem grünen Blatt verbunden und mit den Tiefen der Erde, mit der Pilzwelt verwurzelt, ein großes makrokosmisches Wesen. Und die Pflanzen, die nicht mehr die Sonnenenergie kriegen, die fangen an, zu welken und sie ziehen fast ihr Todeskleid an dieses bunte, schöne Laub und die Blätter fallen und das ist, könnte man sagen, das ist so wie ein Gang zu den Urmüttern, wie ein Gang zu der Urgöttin der Holle, denn die Holle ist in der alten Vision. Das ist nicht nur paneuropäisch, diese Mythologie oder diese Sichtweise geht bis nach Nordamerika. Ich kenne das von den Cheyenne-Indianern, ja. Die haben also fast dieselbe. In anderen Worten, ja, in anderen Geschichten, aber trotzdem vieles gleicht sich. Ja, die haben halt, der Name ist ein bisschen anders, aber es gleicht sich. Und da gehen die Samen, die gehen hin zu dieser Großmutter, so haben die Indianer das genannt, die Cheyenne. Großmutter unter der Erde, sie hütet die Samen. Sie hütet genauso die Seelen der Tiere. Die Tiere, die, sagen wir mal, von den Jägern erlegt wurden oder von einem Bär oder sagen wir mal, einem Wolf erfasst wurden. Sie hütet die Seelen und auch von den Menschen. Und die Menschen gehen hinab zu ihr. Aber es im Großen und Ganzen, aber in der Natur ist es, im Herbst wie ein Gang in die Tiefe und in den, Angelsachsen sagten, in den Mutternächten, Modranecht, da wird das Sonnenkind neu geboren, zur Wintersonnenwende. Man war hellsichtig genug, weil man offen war und nicht abgelenkt, dass man das meditativ oder in der meditativen Schau mitbekam. Und das war dann eines der wichtigsten heiligen Zeiten, die Wintersonnenwende. 12 Tage wurde sie gefeiert. Eigentlich sind die Weihnachtstage, die Weihnachtstage, 12 Tage lang. Und dann geht es wieder aufwärts. Und nicht nur die Sonne kommt wieder im Vorschein, sondern die Göttin selbst kommt als Jungfrau, als weiße Jungfrau zum Vorschein. Sie ist die Birkengöttin. Die Birke ist immer der Neuanfang. Und wenn sie erscheint, da blühen die Schneeglöckchen und die Märzenbecher und der Saft fließt in den Bäumen und die Samen fangen an, wieder auf dieser Erde zu keimen. Ja, noch eine Frage zum Jahreskreis. Hat sich der durch den Klimawandel oder andere Dinge in unserer heutigen Zeit verschoben? Nee, der hat sich eigentlich nicht verschoben. Es gibt Schwankungen, wenn man die Klimageschichte sieht. Dann hat es immer wieder Kälteperioden und Wärmeperioden gegeben. Und manchmal war es sehr drastisch. So ungefähr vor 8.000, 9.000 Jahren, da gab es eine ganz rapide Klimaerwärmung innerhalb von 100 Jahren über 2 Grad und dass sehr viel von den Gletschern und dem Polareis und so weiter schmolz und das hat sich niedergeschlagen in fast universalen Geschichten von der Sintflut und das kann man also archäologisch nachweisen. Das ist auch nicht 8.000, also 10.000 Jahre. Da ist ja auch die Zeit, wo dann auf einmal die Brücke zwischen Nordamerika über die Beringstraße und Europa aufhörte. Aber das sind auch kosmische, natürliche Bewegungen. Aber Winter und Sommer und so hat es immer gegeben. Und
und gibt es immer noch. Ja. In der Tat, ich kenne das auch, dass es ja unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie sehr der Klimawandel tatsächlich, machen wir Menschen viel ganz Furchtbares mit der Natur klar. und mit den da Pflanzen. Ich bin überhaupt kein Freund von der massiven Industrialisierung und der den Raubbau an der Erde, aber das bedeutet nicht, dass das unbedingt... Klima hat sehr viel mit der Sonne zu tun, mit der Sonnenaktivität auch. Ja. Gehen wir nochmal zur Frau Holle. Frage von Iris Mesko. In Ihrem Buch analysieren Sie die Geschichte von Frau Holle. Inwiefern verbinden Sie diesen Mythos mit der altägyptischen Himmelsgottheit Mut? Was jenseits errichtet man durch den Brunnen? Was ist mit der Rückkehr ins Diesseits gemeint? Also mit der altägyptischen Göttin Mut oder ich glaube Hathor, die war ja eigentlich eine Himmelsgöttin und die Erde war männlich gedacht. Und das ist aber kein Widerspruch. Also bei den europäischen Waldvölkern, die Kelten im Westen, die Germanen im Norden, die Slawen im Osten, die Stämme in den Alpen, die Balten an der Ostsee, da erschien die Göttin als eine, die es unter der Erde ist. Aber es ist so, wenn die toten Seelen hinabgehen in die Tiefen, also wie im Märchen von Frau Holle, das Mädchen stürzt in den Brunnen und landet auf einer grünen Wiese. Grüne Wiese, die im Germanischen Gottes grüne Wangen hieß. Also das heißt Gottes grüne Wiese, blühende Wiese. Das war die Vorstellung vom Jenseits. Und da mussten die Verstorbenen laufen und deswegen hat man sie auch mit gutem Schuhwerk begraben oder auch teilweise wurden ja auch verbrannt. Und dann laufen sie, aber wo sie laufen, kann man sehen und das ist die Milchstraße. Das ist also im Himmel. Bei den Indianern ist auch das der Totenweg, die Milchstraße. Und so können wir sagen, dass jenseits der alltäglichen Welt gelten andere Regeln. Da gelten nicht die physischen Regeln, sondern metaphysische Regeln. Und wir glauben ja immer noch, unsere Verwandten, lieben Verwandten sind im Himmel, aber wir gehen hin zu dem Grab und tun ein Lichtlein dahin und ja, da ist die Ruhestätte. Also es ist kein Gegensatz. Ja, zur Holle gehört vielleicht ein bisschen der Holunderbusch. Eine Frage von Katrin. Hallo Katrin, danke für Ihre Fragen. Jetzt wird spannend. Ich habe mal gehört, dass man einen alten Holunderbusch im Garten niemals umsetzen oder schneiden soll. Denn wenn man es macht, wird man unglücklich. Stimmt sowas? Ja, das kann sehr gut sein. Das ist auch fast universal. Das heißt, ein Bauer in der Pfalz, als ich mal über den Holunder redete, der sagte, Mensch, willst du aus dem Leben scheiden, dann tue den Holunder schneiden. Okay. Nun, das ist natürlich, also das ist eine ganz lange Geschichte, wenn ich das alles erkläre. Aber er hat es eigentlich anders gemeint, wahrscheinlich, meine. Er hat es ernst gemeint. Aber der Holunder ist so heilig und es wurden ja auch Krankheiten an den Holunder gehängt. Das könnte ja zurückspringen oder es ist eine Beleidigung der Urgöttin oder wie immer. Und wenn nun der Holunder über den Eingang zuwuchert, was macht man denn da? Ja, da gibt es ein ganz altes Ritual, das bis in heidnische Zeiten zurückgeht. Und da geht man bei Neumond, macht ein Opfer, meistens mit Geisterspeisen. Das ist Weißmehl oder Milch, wird gegeben und sagt, Frau Holle oder Mutter Elder, gib mir von deinem Holz und ich gebe dir von meinem, wenn es wächst im Garten. In England heißt es Old Girl, altes Mädchen, give me of your wood and I will give thee of mine when it grows in the woods. Aber eine andere Version aus dem Englischen ist, ich werde es dir zurückgeben, wenn meine Knochen dann so weit, I'll give thee my bones when I die. Und eigentlich ist sie als Totengöttin die Holle. Sie ist auch die das Leben gibt, aber sie ist eine Totengöttin. Und sie nimmt die Knochen zurück. Und das verspricht man dem Holunder.
Und bei einigen Stämmen wie den Friesen, da wurden tatsächlich die Toten unter dem Hochvolunder begraben. Ja. Waren denn mal so ganz spontan gefragt, einfach früher, ja, die Menschen waren früher spüriger. Sie haben mehr gespürt, wofür die Pflanzen gut sind. Sie haben auch mehr mit den Pflanzen kommuniziert. Ja. Würden Sie sagen, so etwas ist wichtig, heutzutage wieder ein bisschen mehr zu lernen? Oder entwickelt sich die Menschheit einfach ganz woanders hin? Oder was ist da so? Ich denke, einige von uns entwickeln uns in andere Richtungen, werden Cyborgs oder Roboter oder was immer. Ja. Man weiß ja nicht. Aber es ist wichtig, wenn man auf der Erde bleiben will und der Erde und der Natur treu bleiben will, dass man sich da wieder verbindet. Und es ist so, dass die Welt anders ist als, oder die Natur anders ist, als wir in den Universitäten, in den Botanikseminaren und Naturwissenschaften lernen. Da lernen wir viel über die Materie. Wir lernen eigentlich, das ist Teil der naturwissenschaftlichen Methode, wir lernen das Messbare und Wägbare und versuchen, ganz kompliziert heute natürlich, logische Zusammenhänge zu finden. Ich kenne das von den Naturvölkern, Indianern in Indien auch, da geht man in die Meditation und man geht sozusagen, man wird eins mit der Pflanze. Es ist kein Gegenstand mehr. Man spürt dann hinein oder in der Meditation. Das heißt nicht, dass man so Augen zumacht und indische Meditation macht, sondern einfach, dass man das voll aufnimmt, mit vollem Bewusstsein, versucht, dass man die Gedanken wegkriegt, denn die stören nur, sondern dass man was ins Bewusstsein bringt. Und dann fängt man an zu sehen, jenseits der äußeren messbaren Erscheinung. Und das Erste, was man erlebt, sind wie die Energien, die Schönheit. Auf einmal fängt es an zu leuchten. Das ist nicht ein subjektiver Zustand, sondern das ist eine Wahrnehmung. Mhm. Und die hat jeder, der diesen Weg gehen kann. Das heißt, Menschen, die das wahrnehmen, können sich austauschen, können sagen, ja, ich habe das auch wahrgenommen. Genau. Das ist ja auch eine Art empirische Wissenschaft, wenn man es mal genau nimmt. Und dann geht man, natürlich. Ja. Und dann geht, wenn die Meditation oder wenn dieses Wahrnehmen, das Bewusstsein noch tiefer hineindringt, dann fängt man an, den seelischen Aspekt zu erleben. Und dieser seelische Aspekt, der spiegelt sich sozusagen in der eigenen Seele und kleidet sich in den Bildern, die wir haben. Und dann haben wir eben den Kontakt mit der Seele. Und man kann auf dieser Ebene mit der Pflanze, noch leichter dann mit Tieren oder so, oder mit Geistwesen, die keine physische Verkörperung haben, sondern so als seelisch-energetische Wesen da sind, kann man kommunizieren und kann das Schicksal, sagen wir von der Familie oder von dem Stamm, zum Guten wenden. Das ist, was die echten Schamanen machen. Ja. Zusammenwirken, zusammenarbeiten mit der Natur. Ja. Ja, die Märchen. Es gibt ein wunderschönes Märchen, Hänsel und Gretel. Und da fragt Susanne, hallo Susanne, ist das Märchen von Hänsel und Gretel auch ein schamanisches Märchen? Und wenn ja, welche Bedeutung hat es? Welche tiefe Bedeutung ist da? Ja, man könnte das sagen, dass es ist nicht nur ein Spiegel von der Armut der armen Wälder. Wenn man in den Wald geht, wie die Kinder, dann geht man also in die Tiefe. Das heißt ja auch beim Kräutersammeln, die Hexe geht tief in den Wald, zu den sieben Zwergen, hinter den Bergen. Und wenn man die Kräuterkundige sieht, und die geht dann vor die Haustür und rupf, rupf, rupf. Und wo ist sie denn da hingegangen? Sie ging in der Meditation tief in sich hinein oder tief in die Natur hinein, um das richtige Kraut, egal wo es äußerlich wächst, zu holen. Und so gehen die Kinder ganz tief und konfrontieren dann, sagen wir, einen gefährlichen Archetypus. Das ist aber die alte Hexe ist ja auch so mehr oder weniger die Holle, es ist die Baba Yaga im slawischen Märchen. Und sie erlangen das Gold der Weisheit. Und das ist ein schamanisches Märchen. Ja. Frage von Martina aus Österreich. Hallo Martina. In den Märchen stirbt ja oft die gute Mutter.
Und an ihre Stelle tritt die böse Stiefmutter. Welchen Bezug haben diese Aspekte zum irdischen Muttersein? Relativ wenig. Wir benutzen die Bilder, um seelische Wahrheiten auszudrücken. Ja. Und die wahre Mutter, die stirbt oder die verloren ist, ist wie unsere ursprüngliche göttliche Weisheit. Und wir gehen hinein in die Welt und wir erleben die Welt mit ihren Garstigkeiten als wie stiefmütterlich. Mhm. Also die wie in dem Märchen von der Gänsemagd. Sie verlässt die Mutter und sie ist ein Königskind. Aber dann muss sie als Magd eigentlich Schlimmes erleiden. Oder Aschenputtel ist auch ein tolles Bild. Sie ist im Staub der Materie, in der Asche und da ist sie. Und das ist eigentlich der Gang unserer Seele durch dieses Erlebnis der Welt, ja. Und die Botschaft in den Märchen ist immer, ihr kommt zurück zum Heilsein und es macht Sinn. Ihr kriegt auch noch das Gold der Weisheit geschenkt. Nochmal eine Frage zum Holunderbusch von Renate. Sie sagt, bei uns hat der Holunderbusch zum zweiten Jahr dieses Mal geblüht. Hat das etwas zu bedeuten? Ja, da gibt es viel Glauben darin. Das könnte sein, muss aber nicht sein, dass das innerhalb des Hauses oder der Familie ein großer Wandel stattfinden würde. Also das ist so ungefähr. Früher hat man da sehr viel hineingedeutet. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber... Ja. Vielleicht, also sagen wir so, wenn es Renate in dem Moment sehr berührt, was sie jetzt gesagt haben, wenn da eine Wahrheit drin ist, ist es vielleicht. Ja, oder? Ja, könnte es was bedeuten? Oder sie sollte das, anstatt hineinzudeuten, einfach sich bewusst sein und dann zeigt es sich, wenn es eine Schwere hat, eine Bedeutung. Eine Bedeutung. Das ist ein schöner Hinweis. Ja. Noch eine praktische Gartenfrage, vielleicht sehr allgemein, aber vielleicht haben Sie da so zwei, drei Tipps. Wie kann ich gute Kräfte in meinen Garten anziehen? Welche Pflanzen sollte ich einsetzen oder ziehen? Wie können sich diese Wesenheiten im Garten wohlfühlen? Sehr allgemein, vielleicht fallen Ihnen so zwei, drei allgemeine gute Frage. Man geht in den Garten und man hat Freude dran. Also das, wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück. Ja. Man zieht gute Wesen rein, indem man mit Freude und Bewusstsein daran arbeitet oder schafft und ab und zu mal guckt, was man gemacht hat und dass man jedes kleines Pflänzchen kennt, die Unkräuter. Die Unkräuter sind meistens entweder essbare Wildkräuter oder sind Heilkräuter. Manchmal sind es sogar die Heilkräuter, die man braucht. Und so, dass der Garten ein Abenteuer wird. Und die Natur antwortet und die Naturwesen kommen. Und die brauchen nicht sichtbar zu sein. Wir brauchen die nicht zu sehen. Deswegen sind sie ja die Verhohlenen, die Versteckten. Deswegen haben ja die Zwerge Tarnkappe. Die wollen nicht gesehen werden. Okay, Ist ja wie in dem Märchen von den Heinzelmännchen von Köln. Da kommt die Schneiderfrau. Schneider ist eigentlich die alles zerschneidet, die Analytikerin. Und kommt mit dem Licht der Aufklärung, will unbedingt sehen, was diese Elementarwesen da tun. Ja, und dann ist sie klug genug und wirft Erbsen und kommt dann rein mit dem Licht und die kleinen Zwerge stolpern. Und da sagen sie, ja, hier bleiben wir nicht. Und seither läuft das Handwerk nicht so gut. Das Brauen macht Mühe, das Schreinern macht Mühe. Das Backen ist auf einmal Arbeit, weil diese helfenden Wesen nicht dabei sind. Und das ist Wirklichkeit, das ist Wahrheit. Ich kenne zum Beispiel Gärtner, die ganz bewusst mit diesen Wesen arbeiten. Tillmann Schlosser im Artemisia Kräutergarten zum Beispiel. Und man sieht, man wundert sich, wie das gedeiht. Toll. Ja. Wie macht er das? Also er meditiert, er spricht mit ihnen, kann er sie auch wahrnehmen? Ja, er arbeitet mit ihnen, er hat da so kleine Kunstpavillons. Und man würde meinen, ja, das ist Kunst, das ist eine sehr schöne Kunst.
Aber das sind zum Teil kleine Tempelchen. Da tut er manchmal ein bisschen Räucherwerk rein oder eine Kerze oder hat einen Gong oder und Leute kommen da und spielen vielleicht mal Flöte oder so. Und der Garten ist dann sehr beseelt. Und die Wirkung ist, dass die Pflanzen wirklich gut wachsen. Man sieht's. Es ist nicht nur eine Fantasie, die da ist. Ja. Also Menschen mit grünen Daumen, die haben das eben auch auf die eine oder andere Art und Weise, genau, ein Gefühl für die richtigen Pflanzen, was ihnen gut tut. Und das hat nichts mit Intellekt zu tun. Also es können tolle Botaniker sein, die dann keinen grünen Daumen haben. Das war mein Erlebnis in den ersten Semestern als Botaniker, Botanikstudent. Die Pflanzen, die da auf den Versuchsfeldern wuchsen, die waren ja so unglücklich. Und da hat man ja richtig Mitleid gehabt. Das konnte man natürlich dem Professor nicht sagen. Die haben ja überhaupt keine Seele. Das ist einfach ein mechanisches Verhalten. Das Wasser ist durch Kapillaraktion, geht das nach oben und so weiter. Verdunstungsdruck und so weiter. Ja. Wir sind verbunden, uns wieder erinnern. Das ist so wichtig. Noch eine ganz praktische Frage zur Brennnessel, und zwar von Miriam. Hallo Miriam. Kann man die Brennnessel auch jetzt noch frisch essen? Hat sie noch Heilwirkung? Ja, also es wird immer weniger, aber die Brennnesseln, die wachsen nach und die haben ja so einen Power in sich, so eine Kraft, dass ich mir immer noch jetzt, ehe denn der Frost und Schnee kommt, dass ich mir noch morgen einen Tee mache und da kommen noch Brennnesselblätter rein. Das kann man. Aber man muss sich bewusst sein, die Pflanzen sind mit der Sonne verbunden und das Pflanzensammlerjahr, das Kräuterjahr fängt an im Frühling mit den frischen, grünen Trieben und grünen Blätter, regt unsere Drüsen an, nimmt die skorbutischen Zustände raus, die Frühjahrsmüdigkeit und dann die echte Kräutersammelzeit, und das geht bis in vorchristliche, bis in Megali-Zeiten zurück, die fängt zur Mittsommer, Sonnenwende, also Johannizeit an und geht dann das ganze Viertel bis zur Herbsttagnachtgleiche. Das wurde dann auch übernommen in der christlichen Kultur, das geht dann bis zu Maria Geburt, das ist der 8. September. Und da haben die Pflanzen am meisten Sonnenkraft, am meisten Hitze und die besten, würde man heute sagen, Wirkstoffe. Danach nimmt es ab. Und zu Halloween, Samhain, aller Seelen, aller die Totentage, da war für die Kelten das Sammeln dann tabu. Es hieß im Keltischen Pukka. Das heißt, es gehört jetzt den Pucken, den Geistern. Und höchstens noch Wurzeln, weil man kann dann, das Leben geht ja in die Erde dann, die kann man noch holen. Aber Brennnessel ist so stark, ich nehme die bis dann wirklich der Schnee und der Frost kommt, ja. Ja, noch eine Frage zu einer Pflanze, die ja oft vorkommt. Moment, Thomas. Der Fliegenpilz kommt ja in mehreren Märchen vor und hat auch was, ist ja sehr auffällig in seiner Form und Farbe und ist ja nicht ganz ungiftig, wenn man ihn falsch einnimmt. Was ist da so das Besondere an diesem Fliegenpilz? Ja, es ist der Glückspilz, sagt man. Und der spielt ja in der noch immer zu Weihnachten eine ganz wichtige Rolle. Also die 12 Weihnachtstage, da hat man kleine Marzipanpilzchen, besonders zu Neujahr, was zu diesen Wintersonnenwendtagen gehört. Mit Marzipan-Fliegenpilz. Es ist eine Erinnerung, dass dieses war von den Weisen ein Kommunionsmittel. Und sie haben das eingenommen. Das geht ganz von den germanischen Stämmen im Westen über Sibirien bis nach Nordamerika, bis zu den kanadischen Indianern. Und da wird es eingenommen, der Pilz, und zwar heftig, würde man gar nicht denken, so 9 Pilzhüte. Und das ermöglicht eine ganz, ganz tiefe Trance. Und da kommt man zum ersten Mal zu den Zwergen, deswegen hat man in Kinderbüchern noch kleine Hütten in Fliegenpilzen, wo die Zwerge sind, und noch tiefer kommt man zu den Verstorbenen, und man kann die verstorbenen Ahnen, kann man befragen, man wird selber der Verstorbene. Nun ist das heutzutage für uns fast nicht möglich, weil es muss absolute Stille sein,
Es ist im tiefen Winter, im Dunklen, im Schnee, höchstens bei Feuer, das nur noch eine Glut ist. Und sobald ein Flugzeug rüberfliegt, ist der Trance aufgelöst. Oder irgendwo in der Ferne klingelt ein Handy oder so. Oder so krrr, ja, oder Kühlschrank geht an. Und schon das Strom da ist, setzt uns unter eine Spannung. Und das kenne ich, das habe ich auch von den Indianern, die haben mich da aufmerksam gemacht drauf. Es ist fast unmöglich, heutzutage das zu nehmen und wieder einige so, ja, wie man in der Schweiz sagt, Drögler, das da reintun und rauchen, ist eigentlich Blödsinn. So giftig ist er nicht. Das ist, wurde von den ersten christlichen Missionaren verbreitet, weil das waren ja die Rivalen der Missionare und die hatten eine andere Kommunion und nicht den Pilz. Der Pilz, der bei den Germanen dem Odin geweiht war, aus den Nüstern und Maul des Pferdes tropfte der Schaum auf den Boden und wurde Pilz. Und bei den Slawen war es Smantjevit, der auch einen Schimmel ritt, ein Totenpferd in die Totenwelt. Ja. Also das ist ein riesiges Gebiet, der Fliegenpilz. Die Frage war von Leo Domen, wollte ich noch nachträglich hinzufügen. Aber ja, da wollte ich nochmal nachfragen. Also manche Menschen sagen ja, wir können heute sowieso nicht mehr so viel Verbindung zu unserer Spiritualität und zur Natur aufnehmen, weil eben alles unterbrochen ist von Elektrosmog, von Technik, von Handys und allen möglichen Dingen. Manche Menschen sehen da überhaupt keinen, haben überhaupt keinen Optimismus mehr. Ja. Und andere sagen dann, nein, die Erde entwickelt sich weiter und mit ihr der Mensch. Wie sehen Sie diese Problematik? Also es ist sehr schwierig. Also seit Jahrmillionen haben wir den Sternenhimmel gesehen. Die Fixsterne sind Fixsterne, die sind ziemlich am selben Platz. Die Wandelsterne gehen da hin und her, aber wir sehen das nicht mehr. Das ist Nahrung für die Seele. Und wir haben auch keine dunklen Nächte mehr. Überall ist Licht. Das ist nicht nur für die nachtfliegenden Insekten schwierig. Und dann für die Blumen oder die Blüten, die von nachtfliegenden Insekten bestäubt werden, sondern es ist auch für uns schlimm, denn wir brauchen die Stille und Tiefe der Nacht, denn da kann man sehr, sehr weit reisen. Und ja, und diese Geräuschkulissen, Rudolf Steiner hat auch darauf gewiesen, ja, das wird sehr schwer für die Menschen in ihre Spiritualität zu kommen, wenn immer überall irgendein Motor geht. Das ist eine der Problematik in dieser Zeiten. Und was sehr oft blüht, sind dann diese abstrakten Fantasien, die keine Verbindung haben mehr zu der Erde, auf der wir direkt stehen, und zu dem Himmel über uns, sondern da denken wir, ja, irgendwie Spiritualität in Südamerika, irgendein Stamm. Ja, ja. Und oder so Nachricht aus dem 12. Engelsphären und ja, der dritten Hierarchie. Und solche Sachen. Michael, ja, genau. Und das ist ein Teil dieser Problematik. Aber immer findet man trotzdem den Weg, wenn man darum bittet und bereit ist. Und ich gehe hier durch die Stadt und ja, ich schaue mir nicht so die Autos an, es ist mir wurscht, ob welche Marke das ist oder was die Leute anziehen für Klamotten oder was für Schuhe sie haben, sondern ich angel mich dann von einem kleinen Pflänzchen zum anderen und dann sehe ich mal einen Käfer oder sehe ich mal und dann kommt eine kleine Wespe und landete und mit der kann man reden und die krabbelt dann herum und also man kann überall, was sagt der Hölderlin, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Das Göttliche kann nicht verdrängt werden, es ist überall da, man muss es nur finden. Und man findet es nicht so, wie es unsere Vorfahren gefunden haben. Aber der Schlüssel ist immer da. Mhm. Ja. Mhm. Und auch in der Stadt. Und der Schlüssel ist letztlich in uns auch zu finden. Ist in uns, aber in uns und außerhalb von uns. Ja, ja, ja. Und ich war jetzt bei der Feuerwehrwache da und das ist ja alles, wo die Autos rein und rausfahren, die Feuerwehrautos. Da war eine kleine Spalte und da kam ein ganz zarter Löwenzahn heraus. Und das ist für mich so ein Bild des Optimismus. Gell? So eine zarte Pflanze aus diesem verhärteten Asphalt. Ja. Auch hier eine sehr interessante Frage, wieder eine praktische Frage von einem Menschen, der einen Garten hat wahrscheinlich, und zwar Verena. Hallo Verena.
Früher wurden angeblich Samen kurz in den Mund getragen, bevor man sie in die Erde gepflanzt hat. Was halten Sie davon? Sollte man das tun und was steckt da dahinter? Ich finde das wunderbar, solange die Samen nicht irgendwie gebeizt sind mit irgendwas. Das sagt ja auch Anastasia, diese russische Mystikerin, erinnert uns daran. Das ist wunderbar. Man programmiert sie so ein bisschen, man verbindet sich mit ihnen und es ist eine sehr gute Idee. Ja. Frage von Rolf. Hallo Rolf. Welche Bedeutung hat die Springwurzel, Springwurzel oder Wolfsmilch? Aha. Springwurzel. 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 Rolf, tja. Keine Ahnung. Wolfsmilch? Ja, Wolfsmilch. Ja, das ist, also das ist, man müsste sich mit der Wolfsmilch hinsetzen und sich und mit ihr meditieren. Okay, also auch wieder, ja, selbst spüren, selbst herausfinden, welche Bedeutung auch für mich hat. Genau, darum geht's wohl. Und es ist eine Wolfspflanze, das heißt, in der heidnischen Zeit, da hatten die Pflanzen totemische Tiere, so wurden sie klassifiziert und alle giftigen, ätzenden Pflanzen waren Wolfspflanzen. Okay, ja. Und Rosspflanzen waren grobe Pflanzen, Hundepflanzen waren unnütze Pflanzen, wie die Hundskamille, die riecht ja gar nicht. Und Gänsepflanzen, die zum Teil Flugpflanzen, die verbinden mit den, mit den höheren Geistwesen und so weiter. Mhm. Also so war das. Ja, dann passt vielleicht auch die nächste Frage. Gibt es Pflanzen, die Negativität aufnehmen und ungenießbar werden? Also Pflanzen, die sozusagen... Ach so, die das aufnehmen und ungenießbar werden. Ja. Die Pflanzen nehmen ja sehr viel auf. Mhm. Sie nehmen auch Negativitäten von uns auf. Und man hat ja auch, das gehörte zur alteuropäischen Heilkunde, schamanische Heilkunde, echte. Da hat man ja auch die Krankheiten an die Bäume weitergegeben. Also bei den alten Engländern, Germanen überhaupt. Zum Beispiel ein Loch gebohrt in den Stamm und den Krankheitsgeist hineingetan, zugepfropft. Oder man hat es an den Hofholunder gehängt. Also die Pflanzen nehmen sehr viel auf und die Pflanzen geben auch sehr viel. Es ist eine ganz rege Interaktion zwischen den Menschen und den Pflanzen, die rund ums Haus wachsen. Nur kriegen wir das nicht so mit. Auf der physischen Ebene sind wir getrennt, aber schon auf der energetischen Ebene überschneiden sich die Energien von den Pflanzen. Und auf einer seelischen Ebene, das kriegen wir im Bewusstsein nicht wahr, aber in den Tiefen, ist eine Kommunikation, sodass die Pflanzen mit uns auch in unseren Träumen erscheinen. Und Hinweise geben auf ihre Heilkräfte. Das höre ich auch immer wieder, dass solche Sachen geschehen. Das habe ich auch selber erlebt. Ja. Noch eine weitere sehr spezielle Frage von Lucia. Ist Ihnen die Lichtwurzel Diascorea bekannt? Mhm. Sie soll Lichtäther speichern und daher wichtig für die Ernährung der Zukunft sein. Wie sehen Sie das? Ja, das geht auf irgendeinen Hinweis auf Rudolf Steiner zurück. Ah. Das war und wirklich ein absolut Seher. Wunderbarer Seher, ja. Und da sind natürlich die Anthroposophen darauf abgefahren, auf die Lichtwurzel. Aber sie ist eigentlich, für mich ist sie, man braucht ein Gewächshaus. Es ist sehr schwer, sie in unserem Klima und so feldmäßig anzubauen. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt der Sinn war. Aber ich glaube, ja, klar, tolle Pflanze. Herr Stahl, ich bin begeistert. Lassen Sie auch noch mal ein Prösterchen. Prost. Einen schönen Abend, meine Damen und Herren, Prösterchen mit, auf Ihnen. Mit Gänsewein. Ja, und auch an mein Lob an das Team, ja, Kamera und an der Redaktion und die uns die Fragen reinreichen. Vielen Dank an euch alle. Und meine Frage, wie spät ist es denn? Wie viel haben wir denn noch? 10:08. 10:08, okay, schön. Das heißt, wir haben noch, gut, wunderbar. Also, fragen Sie weiter, meine Damen und Herren, wir freuen uns drüber. Und hier haben wir zum Beispiel, nochmal zur Frau Holle etwas. Mhm. Wird die Goldmarie bei Frau Holle nur zur Goldmarie, weil sie fleißig auf Erden war oder fleißig im Hollerreich war? Ja, beides. Das ist ihr Charakter. Sie ist im Indischen ein Karma- und Bhakti-Yoga, Yogi.
Und sie tut die Dinge richtig und zur richtigen Zeit. Und in der Anderswelt wie auch hier schafft sie gute Schwingungen, gutes Karma, könnte man sagen, obwohl man mir sagt jemand, das kannst du ja nicht mit indischen Sachen vermischen, aber wir hatten auch den Begriff von Schicksalsvergeltung. Das, was wir tun, hat Wirkungen. Und ihre Schwester, die Pechmarie, die kam, die war faul, die hat nicht fleißig gesponnen, bis ihre Finger bluteten. Die sagt, ja gut, ich steche mich in den Finger und dann springe ich rein, wirf die meine Lebensfadenspindel rein, landet dort, hat keine Zeit für die Äpfel zu hoch zu pflücken. Äpfel waren ja was ganz Wichtiges für diese Waldvölker. Half ihnen im Winter zu überleben. Und in einigen Versionen ist ja da die Kuh da, die als allererstes die gemolken werden will. Ich denke, es ist fast die Göttin in Kuhgestalt, was bei den Indoeuropäern ganz wichtig war. Und sie holt die Kinder die Brote. Aber das sind so Symbolik, dass die Verstorbenen auf der anderen Seite helfen, dass hier wieder Kinder geboren werden können, dass die Ahnen sich verkörpern. Und dann geht sie zur Holle und sie schüttelt fleißig und dann schneit es schön. Man hat das Verständnis gehabt, hat man auch in Indien, besonders in China, trotz Maoismus und Stalinismus, hat man immer noch die entsprechenden Riten gemacht, hat man in Afrika, wenn man die Ahnen ehrt und füttert, dann segnen sie uns mit gutem Wetter und mit Fruchtbarkeit und das macht sie. Und dann wird sie belohnt mit einem guten Erdenschicksal. Und die andere hat halt Pech. Und das ist im völligen Gegensatz zu dem, was ich an der Universität gelernt habe, dass wir wie eine Tabula Rasa, also blank, hierher kommen und nur von gesellschaftlichen Kräften geprägt werden. Und wir bringen ja so vieles mit. Und wer eine Geburt miterlebt hat, der sieht, dieses Kindlein kommt schon als Persönlichkeit. Und die Babys haben schon ihre Persönlichkeit. Ja, die kommen ja von irgendwo her. Aber das ist auch vielen Menschen sofort klar. Wenn man eine Geburt nicht in ein Krankenhaus verschiebt, in eine Klinik, und wo das Kindlein dann der Mutter präsentiert wird wie so eine Flasche Wein, hier sehen Sie es, und dann kommt es irgendwo anders hin. Also, wenn man diesen heiligen Moment feiert und sieht das Kind, dann weiß man, es hat auch eine Vergangenheit, es ist ein wiederkehrendes Wesen. Ja, ja Sie haben gerade erzählt, dass es Ihnen auch Freude macht, sozusagen verschiedene Sagen und Legenden und Märchen zu vergleichen, der unterschiedlichen Kulturkreise und Länder und Traditionen. Das wird eigentlich noch viel zu selten gemacht, oder? Das wäre doch eine wunderbare neue Forschungseinrichtung, ein interdisziplinäres Projekt. Klar, das wäre wunderbar, aber wir sind auf so einem Irrweg gekommen, dass wir die Märchen psychologisieren, dass wir eigentlich nicht den wahren Sinn haben, oder soziologisieren. Ich weiß noch, in der DDR, da gab es keine Prinzen, also feudale Relikte, sondern es gab den Traktoristen, der seinen Soll erfüllt. Was die Prinzessin oder die Königstochter war die Melkerin in der LPG. Aber haben die Menschen nicht angenommen, weil es stimmte nicht. Und wir haben uns eigentlich den Zugang zu den Märchen verbaut. Und dann gibt es sehr viele Leute, die schreiben Märchen, es gibt Kunstmärchen. Aber das sind dann einfach persönliche Fantasien. Das können schöne Geschichten sein, aber sie haben nicht diese ganz, ganz tiefe Resonanz. Hm. Waren dann so die Gebrüder Grimm eigentlich wirkliche Weisheitsvermittler, Weisheitssammler alterer Weisheiten? Ja, würde ich sagen. Sie auch erstmal in der Sprache. Sie waren ja wunderbare Sprachwissenschaftler. Und natürlich waren sie auch durch den gegenwärtigen Ethos, also Weltbild, beeinflusst. Aber sie haben versucht, das so nahe wie möglich zu vermitteln. Und diese Märchen sind auch uralt. Die Motive gehen ja in vorchristliche Zeiten zurück. Und ich habe den Eindruck, dass nach der Bekehrung, als man dann das mit dem Heiland und so weiter, was ja wunderbar ist,
Aber dann die alten Großmütter und Großväter, die haben dann weiterhin die Stammesüberlieferung am Abend als Märchen erzählt. Und da ist im Grunde genommen, ist, wenn man es richtig deutet, nichts verloren gegangen. Und die Märchen sind so alt, das wurde mir klar, als ich ein Ojibwa-Märchen las, von einem Büffel, und da sagen sie, das war... Was ist Ojibwa? Ojibwa oder Chippewa, das ist ein Stamm an dem oberen See. Die wohnen, die sind, also sammeln Wildreis, sind Jäger und Sammler, und wir leben in Birken-Wigwams, das ist ein großer Stamm. Und die haben ein Märchen, das mich sehr beeindruckte, von einem riesigen Büffel, natürlich mit roten, zottligen Haaren, war sehr groß. Und anstatt dass er die Hörner oben auf dem Schädel hatte, kamen die Hörner hier an der Seite der Nase raus. Und die Nase war ganz lang und endete in einer Hand. Also wenn das nicht ein Mammut ist, und die Mammuts sind nachweislich vor 9000 Jahren ausgestorben in Nordamerika. Also dieses Märchen, diese Überlieferung und Erzählung, die geht mindestens 9000 Jahre zurück. Ja. Wow. Und, ja. Dazu passt die nächste Frage. Brauchen wir heute neue Märchen? Nö, wir brauchen nicht neue Märchen. Das sind ja Urbilder. Das ist, man muss sie nur neu erzählen können. Man muss die Tore zur Seele öffnen können, und dann leuchten sie auf. Das ist ja, wie ich sagte, ein Bild unserer Seelenlandschaft. Wir brauchen die Märchen, um uns in diesen Dimensionen zurechtzufinden. Deswegen, also die Kinder, die wollen das unbedingt. Und manchmal ist es, haben sie ihr Lieblingsmärchen, das hängt mit ihrem persönlichen Schicksal und Karma zusammen. Und dann muss man das immer wieder erzählen. Und wehe, man erzählt das falsch. Aber du hast es doch schon gehört. Ja, aber... Erzähl es nochmal. Ja. Weil es einfach berührt, weil das Kind damit etwas lernt, verarbeitet. Ja. Also Sie haben auch in diesem Buch manche Märchen wirklich wunderbar erzählt. Auch sehr lustig, manchmal ein freches, modernes Wort eingefügt. Ah, ja, also ganz großartig. Nein, wunderbar, wunderbar. Also macht Spaß, meine Damen und Herren. Das Buch kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, wenn Sie es noch nicht haben. Jetzt nochmal wieder eine ganz praktische Frage. Na, gar nicht so praktisch, sondern auch vielleicht ein bisschen philosophisch. Welche Verbindung gibt es zwischen Beifuß und Gans in der Winterzeit? Also oh, das ist eine uralte kultische Verbindung. Okay. Ja, der Beifuß war ein Begleiter schon seit in der Tundra. Ist eines der ersten Besiedler, nachdem die Gletscher geschmolzen waren, wo unsere Vorfahren, wie auch die Vorfahren der Indianer, war ja verbunden, Großwildjäger waren. Und da spielte es schon eine Rolle in den Hütten, Schwitzhütten. Sie symbolisierten ja auch den Schoß, den Bauch der Mutter Erde, der Holle, wo die Menschen hineinkrochen und Krankheiten wegschwitzen, wie kleine Embryonen, um neu geboren zu werden. Das war auch der Ort, wo Kinder geboren wurden, denn das war der geschützteste und wärmste Raum. Und der war nachweislich mit Beifuß ausgelegt. Gell? Die Schwitzhütte ist ein Ort, wo man sehr leicht mit den Göttern in Berührung kommt. Man hat Visionen in der Schwitzhütte. Und bei den Indianern, die haben diese archaische Technik weiterbehalten. Und wenn die Götter und die Geistwesen erscheinen, dann haben sie die entsprechenden Lieder auch. Und und da war eben immer der Beifuß. Und bei unseren Vorfahren, bei den Kelten und Germanen, waren es die Frauen, die oft schamanische Funktionen hatten. Das waren die Valas und die Veledas und die Völvas und die Walburgas, denn so diese Namen. Und die haben vor dem schamanischen Ausflug zu besonderen Zeiten, besonders Wintersonnenwende, vielleicht auch Sommersonnenwende, da haben sie sich mit Beifuß, ich glaube, eingerieben, vielleicht auch geräuchert, und als Vorbereitung für den Flug. Und sie sind, und der Gedanke ist, sie fliegen, die Seele fliegt wie eine Wildgans. Und deswegen heißt es im Indischen, es ist im ganzen indoeuropäischen und indianischen und sibirischen Raum so, die Seele fliegt wie die Wildgans, und in Indien heißt ein hochfliegender Yogi, heißt Hamsa oder Hans,
Und das heißt eine Wildgans, ein Gander. Und ein Paramahamsa ist einer, der ganz weit und ganz hoch flog. Und da gab es ja den Paramahamsa Yogananda. Der ist ja bis Kalifornien geflogen. Ja, Autobiografie eines Yogi, ein moderner Heiliger im letzten Jahrhundert gelebt. Ja, und so ist die Verbindung. Und wenn wir Beifuß zum Gänsebraten nehmen, dann ist das so ein Nachklang von einer wirklich bedeutsamen kultischen Handlung. Genauso wie der winzige Fliegenpilz aus Marzipan auch ein Nachklang ist. Oder der Schornsteinfeger natürlich, der auch zu dieser Zeit gehört. Denn er ist derjenige, der den Schornstein in den Häusern, den Rauchfang, was die Engländer das Windauge nannten, die hatten ja keine Fenster, wo der Rauch rausging, Dhaka, das war der Geistereingang. Und der Kamin und der Schornstein war, wo die Geister hineinkommen oder wo die Schamaninnen auf dem Hexenbesen als Hexen hinausflogen. Das ist, wo der Weihnachtsmann oder der Sammy Claus und so reinkommen, das ist der Geistereingang. Und der musste sauber sein. Wenn er sauber ist, dann konnten die guten Geister gut rein. Deswegen ist der Schornsteinfeger ein Glücksbringer. Und deswegen spielt er noch immer eine Rolle zur Wintersonnenwendzeit. Fasziniert. Das ist tolle Sachen. Toll, ja. Also, das sind unsere. Das sollte eigentlich in Universitäten mal gelehrt werden. Na, vielleicht kommen wir noch dazu. Vielleicht passiert es irgendwann. Ja, ich hatte das Glück bei einem Professor, einem ganz alten Professor in Wien, der hat mir den Anstoß gegeben, ein bisschen das zu machen. Volkskundler, Richard Wolfram hieß der. Und dann natürlich auch mein Lehrer, der Arthur Hermes. Und der hieß Hermes nicht, hat sich nicht den Namen gegeben, das war sein Geburtsname. Und seine Vorfahren hatten den Namen, weil er der Hüter, weil sie die Hüter der Hermen oder Irmen waren. Und das waren eigentlich Megalithsteine, das waren Menhire. Und die hießen bei den Germanen, wo ja auch Megalithkultur war, hießen die Irmen oder Hermen. Und er hatte den Namen, kam rüber genauso wie ein wieder verkörperter Megalith-Priester. Und das war so, er wohnte dann in der Schweiz, die Schweizer Bauern haben ihn geholt, weil er mit den Tieren reden konnte. Und die gestandenen Schweizer Bauern haben ihn dann befreundet. Und da hatte er einen Hof im Wattland und da war auch noch ein Megalith, ein Menhir. Also das sind so, wenn man sowas erlebt oder sieht, dann weiß man, dass es andere Zusammenhänge gibt. Ja. Ganz bestimmt. Und wir leben in Welten, die sind voller Wunder, sind mystische Welten. Wir sind noch immer von Göttern und Geistwesen umgeben und auch von zum Teil von Gefährlichen. Deswegen, wenn man so nach Mitternacht aufsteht, dann kommen manchmal Anflüge von negativen Gedanken und wenn wir uns identifizieren, haben wir Schwierigkeiten. So, verschwindet wieder zum Beispiel. Deswegen hat man nie in den alten Zeiten nach Mitternacht Ratsversammlungen gehabt, denn dann kommen keine guten Inspirationen. Das sollte man mal im Bundestag oder den EU-Politikern sagen. Ja, es ist alles beseelt, ich denke auch. Ja, überall, ständig. Und bewusst. Ja. Bewusst, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also auch eine Pflanze ist bewusst. Auch, ja, absolut. Eine Pflanze sowieso. Und Tiere noch mehr. Also wenn man in das Reich der Pflanzen sich begibt und kommt zurück und trifft ein Tier, dann muss man erst mal schalten. Das ist genauso ein beseeltes Wesen wie ein Mensch. Ach so, ein Tier, okay. Und noch weiter draußen sind die Steine, aber ehe man da hinkommt, das ist schon also ganz tiefste Meditation. Ja, wir haben viele Fragen. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir nicht alle beantworten können, aber wir tun unser Bestes und wir können hier noch stundenlang weitermachen. Das ist so schön, so interessant. Vielen Dank. Ja, hier auch ein Mensch, der sich Gedanken macht um die feinstoffliche Welt und vielleicht hat er sogar mit Baumfällen zu tun. Wir wissen, überall werden unglaublich viele Bäume gerodet, ohne Sinn und Verstand. Und er fragt ganz bewusst, wie sollte man einen Baum und die Elementarwesen darauf vorbereiten, wenn man einen Baum fällen will? Ja, man muss es dem Baum vermitteln und sagen.
Und da gibt es auch welche, wie der Marco Pugacnik, die übertragen, also ich weiß nicht, ob das nur symbolisch, aber es hat schon eine Bedeutung, nehmen den Geist auf einem Stein und tragen ihn an ein junges Bäumchen oder so. Solche Sachen kann man machen. Oder man kann auch ein Opfer geben. Aber wie heute, das tut richtig weh, wie heute die Bäume nur aus Geldgier und dieser schrecklichen Globalisierungswelle, die eigentlich eine kommerzielle Ausbeutung der Erde ist, wie die Bäume schwinden. Das ist nicht mehr für einen lokalen Markt. Bei uns gehen sogar die lokalen Sägewerke ein, weil so riesen Sägewerke sind und dann ganze Hänge von Bäumen. Zum Glück werden sie noch aufgeforstet, aber ich kenne es auch in Oregon, da hat man nicht mal richtig aufgeforstet mehr. Das ist schon grauenhaft. Und das ist grauenhaft. Auch an die Tiere denkt, die Massentierhaltung, ist aber, also es ist nur zu hoffen, dass irgendwann Bäume sind die ja Menschen auch, wieder zu sehen. Bäume kommen. Sind ja auch die Lungen der Erde. Mhm. Und Hier nochmal eine allgemeine Frage zu den Märchen von Christian. Hallo Christian. Wie öffnet man die Tore zur Seele, damit, wie Sie sagen, die Märchen zu leuchten beginnen? Hm. Was kann ich da tun? Was kann ich tun? Also meine Antwort ist immer, verbindet euch mit der Natur, geht hinaus, nehmt die wunderbare Kraft der Sonne wahr, vergesst diese Gedanken, dass das eben ein nukleares Kraftwerk ist, sondern in der Seele ist es lebensspendende Gottheit. Und lauft barfuß, haltet mal an und schaut eine Blume an und nicht nur kurz und nicht nur mit diesem kleinen, Handy oder wie heißt das, iPad? Handy, Smartphone. Klick, klick, jetzt habe ich es, klick, klick. Da hat man überhaupt nichts, sondern sich bewusst sein, die Zeit, die wir haben, ist unsere Zeit und die können wir uns auch nehmen. Und das bereitet die Seele vor, dass wir wieder diese Magie, den Zauber empfinden können, dass dann die Märchen auch wieder anfangen aufzuleuchten. Ja, hier nochmal die Frage zu einem ganz bestimmten Märchen, nämlich Wolf und die sieben Geißlein. Mm. Da schreibt uns jemand und sagt, das war das Lieblingsmärchen meiner Tochter. Und welche Bedeutung kann man da so finden? Das ist eine gute Frage, weil ich habe mich da gar nicht mit befasst. Ich weiß nur, der Wolf, der pustet. Eigentlich war ich auf der Seite der Wölfe. Ich hätte den, den so einen schönen Geißlingsbraten gegönnt. Also, das ist entschuldbar. Sie haben ein so unglaubliches Wissen, wenn man mal über ein Märchen nicht so viel anschaut. Ja. Na, ich müsste darüber meditieren. Okay. Und irgendwas. Ich weiß nicht, wann das Märchen in der Form entstanden ist. Also das ist ja eine Standuhr, wo die sich verkriechen. Das hat irgendwas mit der Zeit des Uhrenwahns zu tun. Ja. Und genau wie das Märchen von den Heinzelmännchen zu Köln, ist ja ein Märchen, das eigentlich die Zeit der Neugierde, des analytischen Denkens beleuchtet. Also nicht alle Märchen sind vielleicht so uralt in dem Sinn. Ja, noch eine Frage zu einer Pflanze, nämlich zum Löwenzahn. Oder sind Sie noch einmal überlegen? Ja, ich bin noch überlegen. Bitte gern. Es kam mir gerade. Also eine der alten Mythologien ist, dass ein kosmischer Wolf in dem Kreislauf der Zeit oder des Jahres die Sonne verschluckt. Und das sind dann die Sonne- oder Mondfinsternisse. Und die Uhr ist eigentlich mit den 12 Ziffern, ist ja der kosmische Kreis. Das sind die 12 Tierkreisbilder. Und ich denke, wenn man eine tiefere Bedeutung haben will von diesem Märchen, dann sollte man in diese Richtung denken. Ja. Also einfach auch intuitiv spüren, womit könnte es zu tun haben, das ist immer so der Königsweg. Ja. Und das ist die Uhr. Die Uhr ist ja, wenn wir eine Armbanduhr haben, ne, das sind die 12 Tierkreiszeichen und der große Zeiger, der Stundenzeiger, ist eigentlich die Bewegung der Sonne und der kleine Zeiger im Verhältnis 12:1 ist der Mond.
Und was wir gemacht haben, ist die kosmische Uhr, die kosmische Zeit, die haben wir heruntergebannt und immer kleiner gemacht. Und als es noch eine Standuhr war, da war auch ein Pendel, ein Herzschlag, dunk, 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 haben sich Sterbende rangehängt. Und wenn die still blieb, dann hat auch ihr Herz, ist auch ihr Herz still gestanden. Und dann wurde es auf eine Armbanduhr gebannt. Und jetzt ist es ja nicht mal mehr ein Kreis von 12, es ist nur eine Ziffer. Und das zeichnet eigentlich unseren Weg von dem Verhältnis zum Makrokosmos, von der Naturbeobachtung hin zu einer digitalen Welt. Ja, wieder ein ganz anderes Thema, was ich auch sehr berührend finde, von Elke. Hallo Elke. Eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht fällt Ihnen auch dazu etwas ein. Wie kann ich meine Angst vor Tieren überwinden? Das ist natürlich ja, die ist Angst vielleicht vor, was vorgefallen früher oder so. Ne? Ja, die Angst vor Tieren ist eigentlich, wir tragen ja alle Tiere in uns. Ja. Es ist so, eine alte Vision ist, dass wir sind Mikrokosmen. Wir sind, jeder von uns sind wie Samen des Makrokosmos, der Erde. Und der Makrokosmos hat einen physischen Körper, den man analysieren kann, stofflich analysieren. Und er hat auch einen Energiekörper, aber er hat auch, der Makrokosmos ist auch beseelt. Und diese Beseelung oder die Erde ist beseelt. Die Seele der Erde ist verkörpert in den Tieren. Und das ist ein Ausdruck der Seele der Erde. Und die Tiere, die in einem Land sind, sind Ausdruck der Seele des Landes. Deswegen haben sich viele gefreut, als der Bär endlich zurückkam nach Bayern. Und das war ein ganz normaler, ganz vorsichtiger, feiner Bär. Und ihn zu erschießen, das ist fast Mord gewesen an der eigenen Seele. Und so sehen wir, die Tiere sind wie die nach außen oder ist die äußere Seele. Und wir tragen das in uns. Und und vielleicht kann man die Angst vor Tieren, ich weiß nicht, wie man die überwindet, indem man... Vielleicht sich daran erinnert, ich habe es auch in mir. Ich habe das in mir. Ich habe diese Tiere alle in mir. Ich kann vielleicht auch mit den Tieren im Geiste einfach mal sprechen. Ja, du, genau. Ich habe Angst vor dir und was hast du für eine Botschaft? Vielleicht geht es ja auch darum, dass man erstmal erkennt, was sind dafür. Das sind ja die Kräfte, die wir in uns haben. Mhm. Ja, und wir haben alle die Tiere in uns. Ja, wir haben das sanfte Lamm in uns und wir haben den wilden Wolf auch in uns und den Bären. Schön. Ja, nochmal eine ganz praktische Frage. Es geht um die Schwangerschaft und welche, und zwar Urs fragt uns das. Hallo Urs. Welche Pflanzen und Götterwesen können uns bei der Schwangerschaft und Geburt unterstützen? Ja, so traditionell hat man der Schwangeren immer einen geschützten Raum gegeben und in Indien heißt es, weil die Schwangeren sind von Natur aus träumend und sehr offen und sehr empfänglich. Und in Indien versucht man die schwangere Frau, dass sie sich in Gärten aufhält. Und diese Eindrücke aufnimmt von der blühenden Natur, von der Schönheit der Natur. Und man hat, und ich denke, das ist wahrscheinlich eines der besten Dinge, weil es prägt, es ist universal, also da kenne ich viele Geschichten, Hillbilly-Freunde. Der eine, der hat nur gestottert und nur die Fluchworte konnte er reden. Da habe ich gefragt, ja, was ist mit dem los? Ja, die Mutter hätte, als sie schwanger war, Radio gehört und da war ein fremdsprachiges Programm. Okay. Das ist natürlich sehr krass, im Prinzip ist es richtig. Ja. Und welche Pflanzen können da vielleicht auch helfen? Heilkräuter, fallen Ihnen da bestimmte Dinge? Also einfach Blumen und dergleichen, schön. Blumen, also, dass man sich eben so blühen und wachsen. Ja, blühende Blumen, die Schönheit der Blumen. Jede Blume, wenn man hineingeht, ist ja,
ist ja ein Tor zur göttlichen Welt. Und das heißt, Buddha kam in, also Siddhartha, kam in den Zustand des tiefsten Samadhi, indem er einfach in einen Blumenkelch schaute. Ja, das sind Tore. Mhm. Das haben Sie auch schon mal im Interview mit mir so ein bisschen erzählt. Da möchte ich noch mal tiefer gehen. Wie kann ich mich mit so einer Blume verbinden, wenn ich das wirklich tun will und mir auch die Zeit nehmen will und wirklich zum Beispiel mit einer Orchidee mich verbinden will? Was tue ich da? Wie geht das? Ich denke einfach leer werden, weil die Gedanken, die blockieren. Man fängt an zu denken, wenn man was verpasst hat. Also ich habe das ganz klare Erlebnis auch gehabt. In Wyoming, also mit vollem Bewusstsein, ohne Gedanken. Und dann bin ich an etwas vorbeigegangen und habe es nicht richtig bewusst aufgenommen. Und dann fing ich an zu denken, ja, was war denn das? Vielleicht soll ich zurückgehen, und lief weiter. Und dann merkte ich, ich war nicht mehr da. Und es ist eigentlich das Dasein im Hier und Jetzt mit der Pflanze. Nicht in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Nee. Und diese ganzen Sachen, ja, Photosynthese und so weiter, diese ganzen Gedanken braucht man nicht zu denken. Wir sollten Herr sein über unsere Gedanken. Und ich kenne das von den Indianern, die gehen durch die Natur und die denken nicht. Sie denken, wenn sie denken müssen. Und dann denken sie sehr klar und sehr scharf. Das ist, weil es ist unverbraucht, es ist direkt, es ist klar. Nicht eine Theorie und nach der anderen, bis man dusselig wird. Ja. Das können wir Europäer gut, ja. Denken. Ja, wir können das sehr gut. Ja, ich meine, Rudolf Steiner sagt ja schon, okay, der Mensch auf seinem Weg zur Individuation muss das auch durchschreiten, dieses sich selbst erkennen und so, Bewusstsein, Ego-Bewusstsein, aber ja. Ich denke, jeder Irrweg gehört mit zum Dharma. Mhm. Das heißt, jeder Irrweg ist Erfahrung und auch jede Krankheit ist Erfahrung. Ja, ich sehe Krankheiten als unerbittliche Lehrmeister und mit der Kraft, die Seele zu verwandeln und reifen zu lassen. Und deswegen gibt es keine Irrwege und das wurde in den germanischen Mythologien durch Odin oder Wotan, der Fahrende, der dann anscheinend immer Irrwege, aber er wird dann der Erfahrene. Ja, und daher ist er auch der weiseste Gott. Ja, ja. Also das Leben zeigt uns schon zur rechten Zeit die Dinge. Der wichtigste ist, wenn es eine Krankheit ist. Nee, wir sollten auch die mutig. Innere, ja mutig auf jeden Fall, das Bewusstsein, dass unser Leben Sinn macht und dass es so etwas gibt wie eine karmisch bedingte geistige Führung. Also wir sind nicht verloren, wir sind keine Existenzialisten, die hier in die Welt geschmissen wurden und was sollen wir jetzt machen? Eigentlich sollte ich mir das Leben nehmen, aber ich bin zu feig dazu. Also das ist... Alles alleine lösen, alleine meinen Weg gehen. Und das ist alles absurd, ne? Denn ich nehme das überhaupt nicht an. Ja, in diesen Zeiten, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zu dem Kalender, zu den jetzigen Zeiten, zu den Rauhnächten, da kann man sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Führung wieder bewusster werden. Und deswegen eine Frage von Dagmar. Hallo Dagmar. Welche Bedeutung haben die Rauhnächte? Sollen wir visualisieren und Wünsche formulieren? Ist das eine gute Zeit, so etwas zu tun? Oder wie können wir vielleicht die Rauhnächte wirklich gut nutzen für uns, für unseren Weg? Wünsche formulieren, es kann gefährlich sein. Lieber wunschlos glücklich und auf die geistige Führung verlassen. Ja. Man hofft ja natürlich, dass alles gut geht und so weiter, für die Familie und so weiter, das ist klar. In den Rauhnächten, da kommt man zu sich. Es sind die stillen Weihenächte, wo man teilhat an wirklich einem göttlichen Mysterium, an der Wiedergeburt des Lichtes. Und ich denke, da soll man nicht zu viel alle möglichen okkulte Rituale oder so machen, sondern einfach in die Stille gehen. Ja. Eine ganz persönliche Frage, die Rauhnächte, dazu gehört dann irgendwann auch Weihnachten. Mhm. Wie feiern Sie persönlich Weihnachten?
von Roland, der will das ja, wissen. Ja, so okay. Ja, wir gehen in den Wald und holen uns eine, da sind ja viele kleine Fichten, die da gepflanzt werden, und holen uns eine Fichte. Das ist kein Diebstahl, das ist, der Wald ist so groß, ist uns erlaubt. Und sagen Sie dann kurz, hallo liebe Fichte, ich nehme dich jetzt mit, ja, so, bevor Sie es machen. Ja, ich singe dann ein Lied. Ja, oh Tannenbaum, du trägst ein grünes Kleid, im Sommer, im Winter, die ganze liebe Zeit. Und so weiter. Warum soll ich nicht grünen, wo ich doch grünen kann? Hab nicht Vater noch Mutter, die mich versorgen kann. Und der mich tut versorgen, das ist der liebe Gott. Und der trägt mich und nährt mich und so weiter. Schön. Und so. Sehr schön. So, und dann tragen wir das, das ist Teil des Rituals, tragen wir es ins Haus. Und dann am heiligen Abend wird er schön geschmückt. Und es ist dann der Weltenbaum, der in das Haus getragen wird. Es ist das Lebensgrün im Haus. Und wir stellen tatsächlich die kleine Krippe auf. Das symbolisiert für mich Midgard. Da ist Mann und Frau und das kleine Kindlein, das sind die Tiere. Und es ist in der alten Mythologie das neue Licht, die neue Sonne, das Christkindlein wird aus dem Weltenbaum geboren. Deswegen stellen wir das hin. Und dann in der, ja, und dann, wenn es am Heiligen Abend dämmert, wir machen das ganz im Einklang mit dem morphogenetischen Feld, das da ist. Es ist christlich, aber es ist nicht in dem engen Sinn christlich. Da singen wir noch Weihnachtslieder, die Familie ist zusammen. Und dann als Ausdruck der Liebe füreinander teilen wir die Geschenke aus. Also es ist ein ganz normales, aber es ist nicht hier dieses wilde, da dröhnt irgendwie Musik, die Lichter auf dem Baum sind Bienenwachs, Kerzen, weil die haben ein goldenes Licht und keine elektrische Lichter. Und es ist wirklich eine heilige Sonnenwendzeit. Ja, nach Weihnachten kommt Silvester. Unsere nächste Frage, wie gesteuert vom Universum, warum sollte von Silvester zum neuen Jahr keine Wäsche im Speicher hängen? Der Mensch, der das fragt, sagt, das wurde in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Das sind diese 12 Tage, sind heilige Tage, deswegen kann man auch orakeln. Wenn man auf die Träume in den 12 Tagen achtet, dann weiß man so mehr oder weniger, was in dem Jahr geschehen wird. Okay. Oder mein Lehrer, der Bauer, hat da dann Zwiebelschalen ausgelegt mit ein bisschen Salz. Und dann konnte er, sagte, das stimmt wirklich, wann, er war ja Bauer, war wichtig, wann sind regenreiche Monate? Und während der Zeit, da sind die Götter ja oder die Geistwesen, die Engel, das kommt auch an, wie man es nennen will, sind dann so nahe, dass man einfach nicht alltägliche Arbeit macht. Und man macht nur das Notwendigste. Man geht in den Stall und melkt die Kühe. Aber lange hieß es, es darf sich kein Rad drehen, weder Spinnrad noch Wagenräder, denn dies ist eine ganz besonders heilige Zeit. Das kennt man auch in anderen Kulturen, in Kathmandu, heiliger Ort, durften auch keine Fahrzeuge fahren, also zu solchen Zeiten. Und und deswegen hängt man auch keine Wäsche auf, da wird auch nicht gewaschen. Und dann langsam fängt das Rad wieder an zu drehen. Das war bei den Germanen war es, da kommt der Sonneneber von Freya, der Bruder, Zwillingsbruder von Freya, der Göttin, der Friedliche ist es. Und er hat einen Eber, Goldborstiger hieß der. Und er ist so stark und er fängt und mit seiner Kraft schiebt er das Rad und das Jahresrad fängt an zu drehen. Und dann fängt man wieder gemächlich an mit den Handwerk und den Arbeiten. Ja, und das, man macht einfach in den heiligen Zeiten, kommt man zu sich und knüpft die Verbindung mit dem Göttlichen und mit den Ahnen. Ja. Ja.
Ja, wir haben noch 10 Minuten. Da fällt es schwer, so viele schöne Fragen. Ich stelle mal eine Frage zu einer ganz schönen Pflanze, dem Efeu. Die Frage ist von Carina. Hallo, Carina. Es scheint immer mehr Waldstücke zu geben, wo extrem viel Efeu wächst. Hat das eine besondere Bedeutung? Was könnte das heißen? Ich habe das noch nie, also bei uns nicht. Okay. Also im Allgäu überhaupt nicht. Ich merke nur, dass da viel mehr so Brambles, diese also stacheligen Pflanzen wachsen, also eine Art Schutzbrombeeren, meine ich. Ah, okay. Ja. Wie so ein Pflaster, weil um die geschundene Erde zu schonen, damit die Keimlinge kommen. Was es mit dem Efeu auf sich hat, weiß ich nicht, warum es mehr von denen gibt. Es heißt aber, man sollte nicht Efeu, das Haus nicht von Efeu bewachsen lassen, denn sonst werden die Töchter nicht verheiratet. Oh, verflixt. Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Noch eine Pflanze, der Wein, also die Weintraube. Welche Bedeutung hat der Wein als Pflanze, will Waltraud wissen. Ja, ja, das ist die Pflanze, die mit Dionysos kam. Also sie kam ja aus Kleinasien und kam in der Antike nach Griechenland. Und die Griechen haben sich Hand und Fuß gewehrt, weil die, die Wein getrunken haben, die wurden wahnsinnig. Das war der wilde Gott Dionysos. Übrigens, da spielte Efeu auch eine Rolle. Da hat man Efeu-Kränze gemacht, damit man nicht so trunken wird. Ja, und ansonsten der Wein im Mittelmeerraum, also besonders im östlichen Mittelmeerraum, wurde dann zum Ausdruck des Blutes der Erde oder es war das Blut des göttlichen Jünglings, des Sohnes der Erdmutter, der geopfert wurde. Und aus seinem Leib wurde das Brot, aus dem Weizen wurde das Brot und aus dem Wein wurde das, war sein Blut. Dieses Motiv wurde in der alten Zeit mit ins Christentum hineingenommen und in der Geschichte vom Abendmahl, wo er sagt, das ist mein Leib, esset, oder das ist mein Blut, trinket, und das war dann die Verbindung mit den Urlebenskräften. Es war eigentlich eine Gottheit, die sich hineinopfert in die Welt. Aber das ist eine Imagination aus dem Mittelmeerraum, denn bei den Kelten und Germanen und Slawen, da wuchs kein Wein, es war zu kalt. Die haben dann ein schreckliches Gesöff getrunken, sagt Plinius, das so weinähnlich ist, aber sauer, Bier natürlich. Und Weizen wuchs nicht, denn da wuchs Hafer und Roggen, es war einfach zu kühl. Und deswegen war das eine ziemlich fremde Ideologie, die da kam. Und in der Kirche wurde ja dann immer die Transmutation, die Transsubstantiation von Getreide, also von Weizen und Wein, in das Blut des Heilands und Fleisch des Heilands wurde in der Messe zelebriert. Und da heißt es, Hoc est corpus meum. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ja, doch, der Herr Hoc est, ja. Das ist mein Leib. Und das wurde im Volksmund dann Hocus Pocus. Mm. Ist das nicht interessant? Ja. Das Wort Hocus Pocus kommt das aus... Das alles zusammenhängt, ist schon ja, richtig, ja, glaube ich. Ja, ja, schon, ja, schon. Ja, ja. Noch 5 Minuten haben wir jetzt. Versuchen wir ja nochmal den Bogen zu spannen zur großen Göttin. Und hier eine passende Frage vielleicht. Wie lässt sich die große Göttin in den Alltag holen? Und kann die Beobachtung ihrer 3 Aspekte dabei hilfreich sein? Ja, also wie lässt sie sich in den Alltag holen? Man ist sich einfach ihrer bewusst werden. Ne? Einfach dessen bewusst. Ja, ja, ja. Und dann fängt man an, auch das zu sehen. Es ist eine Sichtweise. Und wir sind ja die Meister unserer Sichtweisen. Ja, also wir können wählen, wie wir die Welt sehen werden. Und es gibt kein, es ist nicht so, dass es gibt eine wahre Sicht. Sondern man kann die Welt auch auf
beseelt sehen. Und das macht vollkommen Sinn. Das ist keine Fantasie oder keine Abstraktion, sondern es ist eine andere Art und Weise, die Welt zu sehen. Beseelt ist schön. Und beseelt. Auch das Wort ganzheitlich finde ich sehr schön. Ja, also diese verschiedenen Aspekte, die alle ihre Bedeutung haben. Ja. Manche sagen sogar, der geistige Aspekt hat eine viel größere Bedeutung. Alles kommt aus dem Geiste, ja, wenn Sie das auch sagen. Da können sich die Gelehrten streiten. Die können auch streiten, wie viele Engel auf der Spitze einer Nadel sitzen können. Spannend. Ja, also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, denn die Frage kommt öfter, wird es weitere Webinare mit Ihnen geben? Ich glaube, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Dazu kann ich sagen, das wissen die Götter. Ja, wunderbar. Also Sie können auch die Götter direkt fragen. Ansonsten werden die Götter bei Random House in Kürze sicher auch für Auskunft sorgen. Gut. Und ja, schreiben Sie vielleicht ein Buch zum beseelten Garten. Ich glaube, das haben Sie schon, oder? Sie haben ja einige wunderschöne Ich habe Bücher zum beseelten Garten geschrieben. Mhm. Ja, noch eine allgemeinere philosophische Frage zum Schluss. Wir haben noch 2 Minuten, das kriegen wir hin. Von Ingeborg Voitsch. Wie lange wird die Erde noch bestehen? Was können wir zu ihrer Heilung und ihrem Fortbestand tun? Also wie lange wird die Erde bestehen? Das setzt voraus, dass die Erde irgendwann Anfang und Ende hat. Also ich sehe das zum Teil aus den alten Mythologien, auch aus dem Indischen, dass sie, dass sie, so wie das Om, und wenn es ausklingt, dann kommt sie in einen Ruhestand. Dann holt Shiva wieder Luft und Aum und sie ist wieder da oder so wie das auf einem Baum ein Kuhuku, Xim Salabim Bamba Saladu Saladim. Und da kommt der Jäger, schießt ab und dann ist er wieder da. Das ist das Werden und Vergehen. Ich denke, wir brauchen da keine Sorge zu haben. Unser kleiner Verstand versteht das nicht so gut, aber am allerbesten, was wir für die Erde tun können, ist, sie zu lieben und in einer Atmosphäre der Liebe durch die Welt gehen. Wunderschön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Wolf-Dieter Stoll. Ja, danke für die Einladung. Wie gesagt, wir können noch stundenlang zuhören. Aha. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Toll, dass Sie so mitgemacht haben. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Freude gemacht. Sie können auch, glaube ich, nachträglich noch Kommentare uns mitteilen, wie es Ihnen gefallen hat. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bin schon gespannt auf Ihre weiteren Vorträge und Werke. Ich bin sicher, da gibt es noch Schönes zu hören. Alles Dankeschön. Gute. Ebenfalls, Auch Ihnen schönen Abend noch. Tschüss.